Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Lotte und Ludwig. In diesem Video möchte ich mit euch einen Jungs-Slip nähen, in einer schönen Retro-Variante hier. Für den Jungs-Slip habe ich euch ein kleines Freebook gemacht, das verlinke ich euch auch unten. Und es soll so ein bisschen unser neues E-Book anteasern, die Wäsche-Basics. Die Wäsche-Basics, das ist eigentlich ein Schnittmusterpaket mit 6 Schnitten für Jungs und Mädchen, enthält eine enge Boxershorts, eine weite Boxershorts, ein Mädchenslip, eine Hipster, ein Unterhemd und ein Bustier. Und dieser Jungslip, den dürft ihr eigentlich schon vorab mal testen, um zu schauen, wie ihr mit der Anleitung und dem Schnitt zurechtkommt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Wir starten beim Slip mit dem Vorderteil, wo wir als allererstes die Abnäher nähen müssen. Das Vorderteil habe ich zweimal im Bruch zugeschnitten. Hier seht ihr es. Ich habe jetzt aber extra das Schnittteil nochmal drauf liegen gelassen, weil es ganz wichtig ist, dass ihr zum einen hier unten am Ende der Abnäherschenkel diesen Knips in die Nahtzugabe macht, damit man weiß, wie weit der Abnäher geht. Und an einem der beiden Teile, und es reicht auch an einem, hier oben die Abnäherspitze einmal damit markiert, dass ihr hier eine Nadel so zwischen die Stofflagen hier in den Bruch reinpiekst. Wenn ihr das gemacht habt, dann kann das Papierschnittteil wegkommen. Und dann nehmen wir uns hier das Teil mit der Nadel einmal und klappen das auf. Bei mir ist es jetzt so, es ist jetzt gerade ein bisschen blöd, dass ich einen einfarbigen Stoff habe. Da sieht man nicht so gut, wo die rechte und die linke Stoffseite ist. Aber bei mir ist jetzt gerade tatsächlich die rechte Stoffseite gerade außen. Ich muss aber gleich, wenn ich das nähe, natürlich die linke Stoffseite außen haben. Und damit ich dann nicht hier die Nadel so komisch da drin habe, klappe ich mir das einmal auf und pieke dann nochmal durch das Loch von der linken Stoffseite eine Nadel und ziehe die von der rechten raus. So. Und dann kann ich das nämlich hier rechts auf rechts nochmal legen, sodass hier die Kanten aufeinander sind. Und die Nadel für die Abnäherspitze ist da im Bruch. Beim zweiten Teil mache ich es auch so, dass ich das rechts aufeinander lege. Und dann lege ich die beiden Teile aufeinander, und zwar das Teil mit der Nadel drin, nach oben. Auch wieder hier Kante auf Kante. Und stecke mir das hier unten, wo der Abnäher hinkommt, alle Stofflagen aufeinander. Und wenn ich das jetzt nähe, dann beginne ich hier unten bei den Knipsen mit dem Nähen und gehe dann mit meiner Naht hier nach oben und lasse es dann da, wo die Nadel ist, möglichst flach auslaufen, damit wir da nicht so eine Spitze haben, sondern eine schöne Rundung, einen schönen Übergang haben. So sollte das denn jetzt aussehen, wenn ihr hier den Abnäher genäht habt und durch alle Lagen durch. Und das Tolle ist jetzt, wenn wir das so gemacht haben, dann können wir nämlich hier die Vorderteile aufklappen und unseren Abnäher, die Nahtzugaben, die liegen innen zwischen den Lagen und stören da nicht. Das Ganze kann man jetzt noch einmal schön bügeln, damit man hier möglichst nicht so eine Spitze hat, so ein bisschen mit Dampf das Ganze einbügeln. Als nächstes kommt unser Vorderteil an die Hinterhose. Da gibt es verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Die einfachste Variante wäre, dass man einfach das Vorderteil rechts auf rechts drauflegt, annäht mit der Overlock und das vielleicht dann nochmal hier absteppt, die Naht. Ähnlich machen wir es auch gleich hier. Ich habe aber auch im E-Book eine Variante gezeigt, wie man die Nahtzugabe verschwinden lassen kann zwischen den Vorderteilen. Und die möchte ich euch jetzt noch einmal zeigen, auch wenn ich letztendlich an dieser Unterhose das Ganze ein bisschen anders machen werde. Aber ich will es euch einmal zeigen, weil im E-Book alleine mit den Fotos ist es ein bisschen schwer zu zeigen. Deshalb machen wir es jetzt einmal hier. Wir legen jetzt auch wieder rechts auf rechts. Und zwar hier dann, wenn ihr jetzt was Gemustertes hättet, halt das Teil, was am Ende außen liegen soll, hier auf die rechte Seite der Hinterhose an einer Seite auflegen. Und dann klappen wir hier aber eine Lage von der vom Vorderteil weg und stecken nur die untere fest. Jetzt drehen wir das Ganze. Und jetzt rollen wir hier die Hinterhose einfach zu so einer kleinen Wurst zusammen. So, dass wir hier aber noch unsere Nahtzugabe sehen. Und jetzt nehmen wir hier
Das andere Vorderteil, was wir eben weggeklappt haben und nicht mit festgesteckt haben, das klappen wir einmal um die ganze Wurst drumherum und legen das hier mit auf die Nahtzugabe. Dann stecken wir das mit fest. Und dann kann das ganz einfach mit einem elastischen Geradstich angenäht werden. Wir tun jetzt einfach mal so, als hätte ich es jetzt genäht. Denn dann, anschließend nach dem Nähen, wendet man das ganz einfach. Und dann hat man, das ist blöd mit den Nadeln, dann hat man aber am Ende hier die Nahtzugabe zwischen den Vorderteilen liegen. Seht ihr das? Man sieht die Nahtzugabe nicht mehr. Das ist schön sauber, das drückt nicht, man hat nicht irgendwo kratzige Nähte. Und genauso würde man es dann auch auf der zweiten Seite wieder machen, dass ich das hier erst die eine Lage feststecke. Ich mache das jetzt einmal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ich glaube, das Prinzip habt ihr jetzt verstanden. Dann lege ich es mir um. Roll mir den Rest von der Unterhose und klappe mir hier das weggeklappte Stück drüber. Stecke es mit fest, nähe es an und dann wende ich es wieder. Jetzt piekse ich mich bestimmt gleich und habe dann Blutflecken auf meinem gelben Slip. Ja, hat geklappt. So, und so würde das dann aussehen, wenn es fertig ist. So, ich mache aber jetzt hier eine andere Variante, deshalb löse ich hier meine Nadeln wieder und zeige euch, wie ich das jetzt mache. Und zwar mache ich es ähnlich wie das, was ich euch am Anfang gezeigt habe, dass es einfach normal aufeinander genäht wird. Aber ich möchte jetzt ganz gerne hier, dass das so ein bisschen retro aussieht und dass ich dann am Ende hier meine Nähte schön eingefasst habe mit einem weißen Streifen, damit das so ein bisschen Kontrast hat. Und um das zu machen, lege ich meine Hinterhose mit der linken Stoffseite nach oben vor mich und lege dann auch links auf links, also das, was innen liegen sollte bei meinem Slip, links auf links aufeinander und stecke mir das zusammen. Und das gleiche kann ich auch schon auf der anderen Seite machen. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich hier drauf nochmal mit der rechten Seite, Stoffseite nach unten mir hier so kleine Einfassstreifen, die müssen einfach nur ein kleines Stückchen länger sein als die Naht, ungefähr 3,5 cm breit, die stecke ich mir mit fest. Und dann nähe ich ganz einfach diese beiden Nähte, alle Stofflagen, einmal mit der Overlock zusammen. Wenn die Nähte geschlossen sind, dann wird dieses Einfassband einmal um die Nahtzugabe geklappt und dann so nochmal festgesteckt. Entlang der inneren Kante hier am Einfassband werde ich das Ganze jetzt absteppen und zwar mit einem Geradstich dieses Mal. Und ich habe dann als Garn, so ein elastisches Nähgarn, Maraflex heißt das, glaube ich, von Gütermann. Es gibt auch von anderen Marken ähnliche. Das ist mal ganz praktisch bei sowas, wo einfach noch so ein bisschen Elastizität drin bleiben muss. Wir müssen das nämlich nachher nochmal absteppen und daher wäre es jetzt blöd, wenn ich einen Zickzackstich habe, weil dann hätte ich am Ende zwei Zickzackstiche übereinander und das will ich nicht. Wenn ihr das abgesteppt habt, dann können wir erstmal hier die Enden abschneiden, die überstehen. Und dann legen wir es einmal um und schneiden hier den Stoff, der vom Einfassband übersteht, auch einfach einmal ab. Und jetzt im letzten Schritt bügeln wir natürlich einmal schön über die Naht, falls sie sich auch so ein bisschen ausgedehnt hat, damit die auch ein bisschen flacher wird. Und dann legen wir dieses Einfassband zur Hinterhose hin,
und steppen das nochmal hier an der äußeren Kante entlang ab. So sieht es jetzt fertig aus, wenn das Vorderteil so angenäht ist, von außen und von innen. Weiter geht es jetzt mit dem Zwickelteil. Das ist dieses hier. Das ist relativ einfach zuzuordnen, denn die eine Seite ist natürlich viel breiter, die andere schmaler. Die breite Seite kommt nach hinten, die schmale nach vorne. Das ist wohl selbstverständlich. Und das mache ich jetzt auch als erstes, dass ich hier zunächst den Zwickel mit der breiten Seite hier an die Hinterhose stecke. So. Und die schmale Seite kann ich dann auch schon in einem unten an unser Vorderteil stecken. Keine Nadel mehr hier. Der Zwickel wird dann ganz einfach an beiden Seiten mit der Overlock angenäht und wenn man möchte, kann man anschließend die Nahtzugabe auch noch ein bisschen absteppen, damit die flacher liegt. Der Slip ist nun soweit fertig, bis auf die Beinausschnitte und hier oben der Bund. Im E-Book erkläre ich euch, wie man das mit einem aufgesetzten Gummi macht und mit einem eingeschlagenen, abgesteppten Beinausschnitt. Wir machen es jetzt aber hier in der Videoanleitung mit Bündchen. Auch ganz einfach. Wir haben hier einmal das Bündchen für oben am Bauch. Das liegt hier bei mir auch schon richtig. Einfach rechts auf rechts an den kurzen Seiten zusammenstecken und zusammennähen. Dasselbe bei den Beinausschnittbündchen. Das sind diese hier. Auch an den kurzen Seiten rechts auf rechts zusammenstecken und zusammennähen. Nachdem ich die Bündchen zusammengenäht habe jeweils, habe ich die einmal halb umgestülpt, sodass die linke Stoffseite und die Nahtzugabe innen liegt und hier außen die Stoffkanten genau aufeinander liegen. Und das bügelt man sich dann auch auf jeden Fall, vor allen Dingen bei den Beinbündchen, weil die sind so schmal, das würde niemals ordentlich liegen bleiben, wenn ihr das einfach nur umklappt. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann können die Bündchen an unsere Hose gesteckt werden. Ich starte damit hier am Bündchen für den Bund. Und das halbiere ich mir jetzt erstmal. Ich habe hier auf der einen Seite die Naht. Auf der anderen Seite stecke ich mir eine Nadel und dann viertel ich es nochmal. So. Und dasselbe mache ich hier oben an meinem Bund, damit ich einfach die Weite besser verteilen kann, weil hier haben wir jetzt auch keine Nähte drin. Ich lege hier einfach vorne am Vorderteil die beiden Nähte aufeinander und habe dann hier meine vordere Mitte, auf der gegenüberliegenden Seite die hintere Mitte. Und dann lege ich die beiden Nadeln nochmal aufeinander und kann mir hier an der Seite die Seiten markieren. Und so kann ich das jetzt hier schön aufeinander stecken. Und zwar so, dass die Naht des Bündchens hinten an der hinteren Mitte liegt. Dann jeweils die Markierungen aufeinander und das, was dazwischen ist, wird dann einfach gedehnt aufeinander gesteckt. Und auf die gleiche Weise können dann auch hier an den Beinausschnitten die Bündchen eingesteckt werden. Hier mache ich es jetzt ganz gerne so, dass ich die Naht eher an der Seite habe, weil wenn es so zwischen den Beinen ist, dann wird es recht knubbelig und unbequem. Deshalb mache ich da dann die Naht lieber nach außen, auch wenn es optisch nicht ganz so schön ist. So, und dadurch, dass das hier so eine kleine Strecke ist, habe ich mir das jetzt auch nicht aufgeteilt, sondern kann das eigentlich so durch den ganz gut feststecken. Aber falls ihr euch da unsicher seid, dann teilt euch das auf jeden Fall auf. Das wird jetzt alles einmal mit der Overlock angenäht und anschließend schön drüber bügeln, damit die Wellen so ein bisschen rausgehen wieder. Und so sieht das Slip dann aus, wenn das Bündchen fertig angenäht ist. Ich habe hier oben die Bündchen überall schön gebügelt. Lediglich hier, also eigentlich habe ich die Nahtzugabe nach unten gebügelt, nur hier an der Stelle, wo ich das Ganze noch eingefasst habe, habe ich die Nahtzugabe so nach oben gelassen, weil das sonst einfach
sehr, sehr knubbelig da werden würde. Man kann, wenn man möchte, das Ganze auch nochmal rundum absteppen, damit sich das Bündchen nicht umklappt. Aber so sieht es ja auch sehr schön aus. Ja, das war auch schon die Anleitung für den Jungslip. Ich hoffe sehr, euch hat er gefallen. Das war jetzt ein Freebook. Aber natürlich ist dieser Jungslip Teil auch unseres neuen E-Books Wäsche Basics. Da gibt es dann nochmal 6 weitere Unterwäscheschnittmuster für eine enge Jungs-Boxershorts, für eine weite Boxershorts, für einen Mädchenslip, Mädchen-Hipster, für ein Unisex-Unterhemd und für ein Bustier für Mädchen. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, der Jungslip, das hat jetzt so super geklappt und das passt so gut, dann probiert doch auch einfach mal das ganze Wäsche Basics Set aus. Ich sag euch, ihr werdet es nicht bereuen. Es macht wirklich total viel Spaß, die ganzen Jersey-Stoffreste mit so schöner Unterwäsche loszuwerden.